So, Add-Homes, Freunde, ihr wollt jetzt billige, günstige Wohnungen oder Häuser haben, die man auch mit kleinem Budget sich leisten kann. Wir haben hier 3 plus 1, eine Villa, ein alleinstehende Villa von 150 Quadratmeter, zweistöckig, mit eigenem Pool. Wir gehen direkt rein. Also es ist so, dass die Menschen immer schön gemachte Dinge haben wollen. Aber manche Sachen sind nicht schön gemacht, weil man selber machen muss. Die haben gebaut, ein paar Stellen sind gewöhnungsbedürftig, aber wenn man die paar Stellen, die nicht schön gemacht worden ist, schön macht, dann hat man hier wirklich für günstig, also wenig Geld, für 130.000 Euro eigene Pool und eigene vier Wände. Wir kommen hier rein, direkt in Wohnzimmer rein. Dann haben wir hier Küchenabteilung. Die Küchenschränke müssen nur geputzt werden. Wie gesagt, manchmal muss man schön machen, heißt nicht, dass man neu bauen muss oder gleich renovieren muss. Aber die Sachen, die da sind, sauber machen, bisschen Mühe machen. Die Türken hier an sich, muss ich ehrlich zugestehen, sind faul. Es sind wunderschöne Treppen zum Beispiel und die lassen so uns präsentieren. Wenn ich eine Putzfrau hier holen würde, würde sie 200 Lira verlangen, das ist 20 Euro. Dann würde ich alles putzen lassen, dann ist auch schön. Dann hat man hier unteren Bereich auch ein WC. Hinter der Tür ist sogar Waschbecken da, bisschen komisch. Aber es ist alles da, was man braucht. Jetzt gehen wir hoch. Stuckarbeit ist gut, Elektrosachen sind installiert, also die Lampen und so weiter. Treppengeländer ist da. Ich finde schöne Treppe auch. Das passt. Und ich muss sagen, an den Wänden schaut ziemlich sauber aus. Es ist noch nicht zu Ende gestrichen. Dann sind wir oberen Geschoss. Ein Schlafzimmer. Ist sogar Klimaanlage drin. Mehr Blick. Ich muss euch ehrlich sein und das ist Pflicht von mir. Hier ist eine Grundschule. Ansonsten darf man hier nicht mehr bauen. Pool ist unten, aber das schauen wir von unten an. Für 130.000 ein neuwertiges Haus mit vier Zimmern ist selten, Freunde. Auch hier haben wir noch ein Zimmer. Die Zimmer sind nicht besonders groß, aber wer sagt, das passt mir, ich möchte nicht 200.000, 300.000 Euro investieren, um in Alanya leben zu können. Ihr seid von Strand und Stadt 2 Kilometer entfernt und man kann hier, ohne mobil zu sein, auch die Bindung zum Stadt schaffen. Hier hat man ein längliches Zimmer. Auch hier hat man einen Balkon mit Tapeten, also Rollläden kann man zumachen. Also man hatte hier wirklich schöne Mehrblick, muss ich ehrlich zugestehen. Und dieses Zimmer ist Masterzimmer, Masterschlafzimmer mit eigenem Badezimmer. Freunde, es sieht gut aus. Waschbecken da. Man muss hier putzen, verdammt nochmal. Wenn man hier wirklich nur eine Putzfrau reinkommen lässt, sieht das Haus ganz anders aus. Aber seid doch froh, dass die nicht putzen lassen haben. Das könnt ihr selber übernehmen, aber dafür viel Geld ersparen. Also einmal Badezimmer, zweite Badezimmer, auch schöne Waschbecken, Spiegelschrank. In Deutschland wäre man froh, wenn man so ein Badezimmer hat, Toilettenschüssel, alles neu, sogar die Spülung ist matt, was mich ansprechen würde. Und ja, wir gehen nochmal runter und zeigen euch den Pool. Die Dame läuft schon gleich. Ich glaube, sie hat Hunger. Hey, stolper nicht runter, gell? Die Kunden können nichts dafür. Bleibt cool. Jetzt gehen wir wieder von Eingangstür raus. Man hat hier einen Pool, der
der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 Meter mal 1, 2, 3, 4. 28 Quadratmeter Pool. Alles da. Da hat man nochmal ein Kinderplanschbecken. Zeig mal das Haus von außen bitte. Es schaut auch architektonisch gut aus. Wie gesagt, man muss das und dies noch erledigen, aber ich glaube, das wird nicht viel Geld in Anspruch nehmen. Es sind zwei Häuser nebeneinander, ob ihr den oberen haben wollt oder das. Beide kosten jeweils 130.000 Euro für ein Haus von 4 Zimmer in einem 260 Quadratmeter Grundstück, wo man auch den Gartenanteil hat. Hier, Freunde, ob ihr Palme, Obstbäume, Gemüse, egal was ihr anbauen wollt. Und hier hat man den Garten. Natürlich muss man damit rechnen, dass hier was gebaut werden kann. Aber nicht so, dass das Blick aufs Meer zugemacht wird. In diesem Sinne, Ad Homes mit einem Bonusvideo. Schaut es euch an. Wir können uns vor Anträgen oder Aufträgen nicht mehr retten. Ich weiß nicht, was in Deutschland los ist, auch mit dieser Abmachung zwischen Türkei und Deutschland. Freunde, was meinen diese Systeme denn? Was wollen die erreichen? Menschen können doch sparsam leben, um irgendwann, wie soll ich sagen, mehr von Leben zu haben, früher aufhören zu können, ihren Geld selber investieren. Ich habe vorhin eine Dame erzählt, meine Eltern sind in 30 Jahren in Deutschland nicht einmal essen gegangen, um Geld zu sparen. Und das Geld haben die in der Türkei angelegt. Es kann doch nicht sein, dass man für diese Lebensweise, wo man sparsam lebt, bestraft wird. Ich raste aus. Was ist los mit der Politik oder mit diesen Systemen? Sind wir Menschen wirklich Sklaven? Wenn ja, will ich damit nichts zu tun haben. Euer Ad Homes.